Weiter geht's mit Folge Nummer 3. Made in Unterschleißheim, hier in der Bezirksstraße Nummer 23, Stellas Genusshaus. Und ich bin hier bei der Stella und beim Raphael. Grüß euch, servus. Ich darf heute bei euch vorbeischauen. Jawohl, der Kleine will auch einmal kurz ins Bild gehen. Jawohl, und wir schauen uns heute Stellas Genusshaus an und schauen einmal, was es hier alles gibt. Und jetzt schauen wir rein. So, und jetzt sind wir herin in Stellas Genusshaus und jetzt lüften wir gleich einmal ein wirkliches Geheimnis. Wer oder was ist Stella? Das ist euer Nachname, gell? Genau. Elisa und Raphael Stella. Genau. Jetzt wisst ihr, Stellas Genusshaus. Und der Antonio, genau, jawohl. Ja, also, ihr habt hier ein richtiges Traditionshaus übernommen, aber habt auch versucht, ein paar frische Impulse mit hineinzubringen und nicht nur den Lohofern wie gewohnt frisches Obst und Gemüse anzubieten, sondern ein bisschen italienischen Flair. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja, voll und ganz. Also wir haben dieses das alte Obsthaus Anfang des Jahres übernommen und haben es zum einen komplett renoviert. Man sieht ja Böden, Wände, Elektrotechnik und so weiter. Was man alles so braucht, genau. Genau, was wir alles so braucht haben, aber nicht außer Acht gelassen, dass wir die Tradition des Hauses weiter beibehalten möchten. Also das bedeutet der hochwertige Handel mit Lebensmitteln und insbesondere mit Obst und Gemüse. Dann haben wir aber, wie du schon gesagt hast, noch moderne Akzente mit da drauf gesetzt und haben zum Beispiel italienische, weltweit prämierte Öle mit reingenommen ins Sortiment, ganz spezielle Balsamico-Essige, auch von Traditionsunternehmen aus Italien, die über Jahre in Holzfässern reifen. Und dann zum Beispiel auch unseren wunderbaren Kaffee. Ja, genau. Genau, eine sizilianische Premium-Marke, die aus einer super Siebträgermaschine frisch aufgebrüht wird. Genau, frisch aufgebrüht wird. So ist es. Ja, super. Und jetzt schauen wir dann gleich noch ein bisschen, gell Antonio, jetzt schauen wir dann gleich noch ein bisschen da in die Theke hinein. Das ist nämlich auch hochinteressant. Elisa, warum kann man bei euch ganz spezielles Obst kaufen und was ist das Spezielle an eurem Obstangebot? Das Spezielle ist, also vor allem auch das, was, worüber wir uns vom Supermarkt unterscheiden, ist, dass unsere Obst- und Gemüsearten von Gärtnern bezogen werden. Gemüse hauptsächlich von regionalen Gärtnern. Schaut mal, wie frisch das ausschaut. Genau, also zum Beispiel vom Gärtner Evers aus der Feldmoringer Gegend oder dem Gärtner Goggev oder auch dem Scherzer, der in Nürnberg ansässig ist, der ökologisch feinste Waren produziert. Bei den Obstarten orientieren wir uns eher an italienischen und französischen Gärtnern, die einfach unglaublich schmackhafte Waren anbieten, die man so im Supermarkt niemals finden würde. Und das Besondere ist auch, dass wir alles, was du hier im Regal siehst, persönlich abschmecken. Also vor allem hier unser Chef, der die Waren persönlich einkauft. Es wird alles abgeschmeckt. Ja, wink ja mal, Chef. Genau. Und das ist natürlich eine Qualität, die ein Supermarkt so nicht anbieten kann. Das ist richtig, ja genau. Und noch was Besonderes bei euch, ihr habt da zwar oben Tüten, aber bei euch kann man auch unverpackt Lebensmittel direkt mitnehmen. Also sprich mit der eigenen Tüte kommen und dann da einpacken. Haben wir vorher gerade eine Dame gesehen, die das nutzt. Und jetzt noch ein Blick in die Feinkosttheke. Elisa, was sehen wir da alles? Hier findet ihr zum einen genialen Parmaschinken. Ich kann euch sagen, dass alle unsere Kunden, die den Parmaschinken regelmäßig essen, aber auch nur einmal probiert haben, immer begeistert sind. Also ich kann ihn nur empfehlen. Dann gibt es diverse italienische Salami-Raritäten, die es so im Supermarkt auch nicht zu kaufen gibt. Wir machen selber Antipasti für euch, einen wunderbaren Mozzarella, ein absoluter Bestseller, ja, auch bei uns, also unsere Kunden schätzen ihn sehr. Es gibt zum Beispiel in München auch
Ich glaube nur in der Schrallenhalle. Mhm. Ah ja. Bei Italy. Ansonsten findet man ihn so nicht. Dann führen wir ein paar auserwählte Käsesorten. Vorwiegend aus der Schweiz, bisschen italienisch, bisschen auch französische Sorten, die wechseln dann immer mal wieder ab. Mhm. Ja, da variieren wir. Und dann haben wir unsere frischen Salate. Wir zupfen zum Beispiel auch diverse Gärtnersalate zusammen. So braucht der Kunde das nicht mehr selber zu machen. Er nimmt einfach unseren handgezupften Salat mit nach Hause, wäscht ihn und kann ihn dann zu Hause genießen. Mhm. Und was ich auch noch unbedingt empfehlen möchte, sind diese genialen griechischen Mandeln. Mm. Solche Mandeln findet man auch wirklich fast nirgendwo. Unbedingt mal probieren, wenn ihr mal bei uns im Laden seid. Ja, super. Genau, und frische Nudeln, die wir auch immer wieder im Sortiment haben. Mhm. Also da variieren wir auch mit unseren, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Heute zum Beispiel italienische Gnocchi mit Steinpilzfüllung oder gefüllte Pasta mit Mozzarella und Tomaten. Naja, bandig. Ja, ein Thema haben wir noch vergessen zu sagen. Frischer Fisch auch hier zu bestellen, immer für freitags. Allerdings da Vorbestellung, weil frische geht vor. So ist es. Die Kunden oder ihr, liebe Kunden, ihr könnt bis Donnerstag 18 Uhr bei uns frischen Fisch bestellen. Wir beziehen ihn ins frische Paradies in München. Und ihr könnt euch eure Menge, also den gewünschten Fisch und die gewünschte Menge aussuchen. Und wir besorgen diesen Fisch dann Freitag in der Früh für euch, sodass ihr diesen dann abholen könnt. Das ist auch ein Service, den es so in Unterschleißern nicht gibt und der recht einzigartig ist. Jetzt habt ihr einen Hunger gekriegt, oder? Ja, ich kann nur empfehlen, Stellas Genusshaus hier in der Bezirksstraße Nummer 23. Schaut's einmal vorbei und kauft's. Made in Unterschleißheim.